100. Heute geht's um mein liebster Award. Ich bin nominiert worden von der lieben Kosmetikbiene. Liebe Grüße an dich, ihren Kanal verlinke ich unten. Ich werde niemanden nominieren, weil ich nicht weiß, ob da jemand mitmacht. Also werde ich niemanden nominieren. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, ich werde keinen nominieren, weil ich bin mir nicht sicher, wer das alles guckt und ja. Und ich kenne auch niemanden YouTube-mäßigen, der jetzt mitmachen könnte. Nö, mir fällt keiner ein. Also beantworte ich die Fragen einfach so und nominiere niemanden. Aber danke, dass du mich nominiert hast. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, du musst sehr, sehr lange auf dieses Video warten. Die erste Frage ist, würdest du mit YouTube aufhören, wenn es jemand aus deiner Familie möchte? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass meine Eltern, beziehungsweise mein Vater interessiert das gar nicht, aber meine Mom schon, mein Bruder auch. Mein Bruder fragt auch oft nach wegen meiner Abonnenten, wie viele ich schon habe. Meine Mom ist eher zurückhaltender, aber sie sagen jetzt nicht, ich darf das nicht oder ich soll das nicht machen oder sonst irgendwas gar nicht. Und sie würden es auch Gott sei Dank nie sagen. Und ich würde auch niemals aufhören, wenn mir irgendwer sagen würde, ich darf das nicht, das ist ein Blödsinn. Man soll immer das machen, was man selber mag. Oh, es ist kriminell oder so natürlich. Die zweite Frage ist, was ist dein größter Wunsch? Ich weiß jetzt nicht, auf was es speziell gemeint ist. Also wenn es speziell YouTube ist, dann dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Dass ich noch ein paar mehr Abonnenten kriege vielleicht. Ich bin nicht so abonnentengeil, aber dass ein paar mehr jetzt kommentieren, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Auch, dass mir viel mehr auf Instagram oder so schreiben, finde ich auch total cool. Also ich mag den Austausch mit vielen sehr, sehr gern. Das könnte sich noch ein bisschen bessern. Ich habe das Gefühl, mehr als die Hälfte meiner Abonnenten guckt nur zu. Stimmt das? Meldet euch. ja, das würde ich mir wünschen. Was privat und beruflich betrifft, dass in der Arbeit alles bleibt, wie es ist. Und zukunftsmäßig, dass ich das Jahr hinter mir habe. Mehr einfach gar nicht. Die dritte Frage, hast du Haustiere? Wenn ja, welche? Natürlich habe ich Haustiere, Moment mal. Sparky? Sparky, Zucki! Auf Zucki reagieren wir. Das ist kein Mac. Oh, lass das. Spooky. Das ist Sparky, viele kennen ihn eh schon. Ich glaube, du magst keinen Max-Faktor Lippenstift. Normalerweise macht das nur, wenn ich Mac-Lippenstifte oben habe. Hast du geschlafen? Oh, sorry. Oh. Also, das ist Sparky. Ich habe ihn diesmal selber geschert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also, den Kopf habe ich schön hingekriegt. Die Pfoten muss ich noch. Und hier habe ich ihn ein bisschen zu viel weggenommen, aber es wächst eh wieder nach. Oder? Was sagst du? Wachsen deine Haare wieder nach? Die Haare wachsen wieder nach, oder? Wachsen deine Haare wieder nach? Oh, armes Baby, habe ich aufgeweckt. Ja, das ist mein Haustier. Mein Spookinator. Ja, mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Ihr kennt ihn eh. Er ist jetzt sechs Jahre alt. Ja, ich habe kurz erst nachgerechnet. Er ist jetzt sechs Jahre alt. Mein Baby. Ja. Mein armes Hundi. Ja, er ist ganz müde. Oh, also das ist Spooky. Er will nicht mehr runter. Okay, dann machen wir mal weiter. Was möchtest du mit YouTube erreichen? Das grunzt doch nicht gleich. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Was ich erreichen will mit YouTube? Eigentlich nichts Bestimmtes. Ich mache das eher so hobbymäßig. Ich meine, klar wäre es cool. Also was ich rausbringen würde gern selber von mir, wäre eine Maskenlinie. Das hat bis jetzt noch keiner. Das wäre eine coole Idee, oder? Oder spezielle Lippenstifte oder so. Das würde ich schon irgendwie gern erreichen wollen. Aber das bleibt, glaube ich, nur ein Traum und ist auch, glaube ich, nicht so ernst zu nehmen. Sonst nichts Spezielles, wirklich nicht. Also ich mache das eigentlich hobbymäßig, wirklich hobbymäßig. Viele wissen das. Was ist? Viele wissen das, dass ich das hobbymäßig mache. Dein Lieblingsprodukt von DM? Was ist dein Lieblingsprodukt von DM, Sparky? Meine sind die Hundenahrungen. Entschuldigung. Also mein Lieblingsprodukt von DM, das ist schwer. Das ist echt schwer, weil ich so selten zu DM komme. Wenn, dann würde ich sagen, die Rasiergele und die Seifen.
Aber geht's nur um eines, dann würde ich sagen Rasiergel. Die sechste Frage ist, wohin würdest du gerne mal reisen? Ich würde gerne mal nach Disneyland. Das ist ja auch vor kurzem, hat mich das auch jemand gefragt, Reiseziele und so. Dann habe ich euch ja erzählt, dass ich unbedingt auch mal nach L.A. will. Boss, packe deine Haare. Dass ich unbedingt nach L.A. mal will. Aber hauptsächlich unbedingt nach Disneyland. Unbedingt. Meine Freundin war vor kurzem dort und sie hat mir urschöne Aufnahmen gezeigt und ich will dort unbedingt auch hin. Am liebsten wäre es mir im Herbst. So zur Halloween-Zeit, weil dort soll Halloween voll cool sein. Das würde ich gerne mal sehen. Disneyland und Halloween, meine beiden Lieblinge in Kombination, das würde ich gerne mal sehen. Also wenn, Hauptziel ist jetzt zurzeit Disneyland. Aber sonst würde ich gerne mal wieder nach Teneriffa, da war ich auch schon mal. Da würde ich auch gerne mal wieder hin. Ja, aber ja. Ja, mal schauen, was kommt. Nächste Frage, deine Lieblingsfarbe. Ich habe viele Lieblingsfarben, nicht nur eine. Die allererste ist natürlich gelb, dann ein ganz, ganz helles Grün und Blitzblau in letzter Zeit. Blitzblau mag ich auch, aber so ein richtiges, extremes Blitzblau. Was ist das Peinlichste, das dir je passiert ist? Das Peinlichste, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt. Ich hatte mal einen Schwarm, da war man mit meiner Schwester zusammen, klingt ziemlich blöd, ich weiß. Aber da waren sie, glaube ich, nicht mehr zusammen. Oder waren sie da? Ich keine Ahnung, schon ewig her. Ich habe vorhin gepfurzt. Das war mir so unangenehm. Das war wirklich so unangenehm. Und er hat auch noch so abwertend und ekelhaft reagiert. So hat mein Fuß weggeschoben. So und ekelhaft. Das war so peinlich. Das war wirklich, wirklich peinlich. Du hast ja keine Ahnung, du pfurzt so. Aber bei Menschen ist das anders. Das war wirklich peinlich. Wirklich peinlich. Ich glaube, er kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Die nächste Frage ist, was kannst du an Menschen gar nicht ausstehen? Das habe ich vor kurzem in einem Video erwähnt, in dem letzten Video. Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Was ich noch hasse, ist, wenn man nicht zurückschreibt, wenn man irgendwo eingeladen ist, zum Beispiel in einer Halloween-Party, und man schreibt nicht zurück, verflucht nochmal. Das hasse ich auch. Weil da hat vor kurzem mir ein Freund geschrieben, der hat unter mein Foto kommentiert, und dann habe ich noch drunter geschrieben, das siehst du ja eh an Halloween, und dann kam nichts mehr. Leute, 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 das hasse ich auch. Was hasse ich noch an Menschen? Einiges. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, dann würden wir morgen noch da sitzen. Lügen, wenn Menschen andere Menschen betrügen, so. Dann, was hasse ich noch? Ja. Das meiste ist eh schon gesagt. Das hasse ich halt am meisten. Dann die letzte Frage. Liebste Jahreszeit und warum? Meine liebste Jahreszeit ist Frühling und Herbst. Frühling, weil man da mit Lederjacke rausgehen kann, ohne dass ein Arsch abfriert. Und noch so ein Pulli drunter anziehen kann und es blüht alles. Ich liebe das. Ich liebe das einfach. Wenn es anfängt, alles zu. Wenn einfach anfängt, alles zu blühen. Ich liebe es. Und Herbst, wegen die ganzen Farben. Ich liebe Herbst wegen den ganzen bunten Farben. Die ganzen, bei mir im Hof überhaupt. Ganz viele orangene Blätter, grüne Blätter, gelbe Blätter. Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ich liebe den Herbst. Das einzige Negative ist halt, dass die immer das Blattlaub so schnell wegräumen. Weil das ist so wunderschön, wenn so viele bunte Blätter am Boden liegen. Ich liebe das. Aber die räumen das leider viel zu schnell weg. Ja. Wir haben das Video hinter uns, Bookinator. Ja, mehr fällt mir eigentlich gar nicht mehr ein. Beziehungsweise es gibt auch keine Fragen mehr. Sagen wir es mal so. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne die in die Kommentare stellen. Ich fand die Fragen sehr interessant, weil die waren vor kurzem Thema. Also viele haben das unter ein paar Videos geschrieben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das jetzt sehr interessant, wenn ich das dann mache, das Video. Wie gesagt, nominieren werde ich niemanden, weil ich nicht wüsste, wen. Sparky, du hast den ungruseligen Blick da drauf in der Kamera. ja, nominieren werde ich keinen. Also, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das Video beenden soll. Nehmen wir mal Spooky. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Video. Oder? Spooky? Spooky, was sagst du? Ich habe deine Barthaare auf meinem Lippenstift. Das ist nicht so toll. Wir sagen Tschüss. Bye, bye.
Begeistert ist er nicht. Aber der ist nie begeistert. Er ist auch sehr müde. Wir machen Herbstschläfchen.